Hi ihr und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Amnesietabletten hier mit eurem Crunchcow und einer neuen Folge von Master of Orion, dem Early Access von Wargaming als Publisher und den NGD Studios. Ich weiß gerade gar nicht, was ich euch jetzt schon alles gezeigt hatte. Ich werde jetzt einfach hier nebenbei ein bisschen was bauen, auch nochmal ein Colony Ship bauen, weil wir uns ein bisschen erweitern müssen. Wir fliegen jetzt hier zu Lunela auch einfach mal hin und schauen mal, was passiert. Threatening Fleet Detected. Ah, okay, aber das ist ja nicht so schlimm. So, er ist jetzt hier. Der kann auch ruhig mal die anderen Planeten abtasten. Wenn wir zu jedem Planeten fliegen, ist das immer wieder radiated. Okay. Also kann man hier auch eigentlich nur produzieren. Da hat Maximum Population von 4. Ja, du kannst hier mal ein bisschen garden, ey. Achso, wir können dich upgraden. Zack. Weil du warst unterwegs, als wir die neue Technik hatten. Guard. So. This could be of aid in our campaign. Eine Anomalie wurde entdeckt. Da. Wieso denn da? Wie kann denn das gehen? Wir haben noch hier Circle eingegeben als Flotte. Wie können die denn da so kreuz-quer fliegen? Was haben wir denn hier für einen Planet? Arid, okay. Also Rocke. Rocky heißt ja mehr, dass sie steiniges, felsiges Terrain haben. Food geht hier wohl auch. Produktion ist hier aber auch gut. Also hier haben wir einige doch große Möglichkeiten. Und das ist ein Baron. Alles nicht so schön. Das kann man, wie viel kann man da ansiedeln? 8, 12, ja, 21 könnten wir hier ansiedeln. Da ist eine Anomalie, das ist mir schon klar. Du fliegst jetzt erstmal hier hin, damit wir mal gucken können, was da los ist. Wir müssen nämlich auch gucken, wie wir hier... Das ist hier toxisch. Boah, was ist denn bei mir in der Nähe hier für Planeten? Jetzt mal ernsthaft. So, wir haben was erkundet. Als nächstes biologisch, Biologie. So, dann können die auch mal weiterfliegen. Das ist ja echt der Hammer hier, ey. Oh, da ist irgendwas. Ist auch ein verseuchter Planet. Mann, 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 ey. GNN. Galactic News Network. You are tuned to GNN, the only network. Ich kann das überspringen, weil ich weiß, was das ist. Es ist nur eine Ansage dafür, dass es eine Fernsehsendung sozusagen, die über die neuesten Sachen in der Galaxie berichtet. Einige fanden das nervig und haben gesagt, das ist voll kacke. Ich finde das voll interessant zu wissen, ob da jetzt irgendjemand mal eben entsprechende drei Planeten eingenommen hat oder was da los ist. Also ich fand das gut. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmackssache. Wir fliegen mal dahin. Ja, da ist die Piratenbasis. Dann sollten wir vielleicht mal weg. Oh, Kacke. Was ist denn das für ein Planet? Das ist auch so ein Felsplanet. So, Biologie haben wir hingekriegt. Werden wir jetzt am besten mal molekulare Dingens machen. Wir werden mal mit unserem Kreuzer hier vorne hinfliegen. Benard ist so ein vulkanisches Planeten. Okay. Wir fliegen da mal weiter. Hier ist auch irgendwas, was so mit ein paar Asteroiden voll ist. Lassen wir den rüberfliegen. Ah, der fliegt jetzt dahin. Das ist natürlich alles sehr uncool. Wir lassen den mal entkommen.
Dann fliegen wir den mal hier rüber. Dann werden wir nämlich den Piraten abfangen. Wir haben jetzt nicht sehr viele Space Factory. Ja, das können wir bauen. Next turn. Oh, da kommt was. Jetzt kommt Diplomatie ins Spiel. Da können wir eigentlich siedeln, oder? Komm, da gehen wir jetzt rüber, da siedeln wir jetzt. Ja, dann erwarten wir doch mal die bösen Piraten. So, hier haben wir auch alles fertiggestellt. Research Laboratory können wir nochmal bauen, weil uns fehlt hier auch ein bisschen an Erkundung. So ein Sumpfgebiet, alles klar. So, wer macht seine Züge hier noch? Alles klar. Du kannst mal ganz kurz hier warten. Und du kannst ja mal hier die Asteroiden erkunden. So, die Dingen sind jetzt da. Und hier sendet mir die erste Fraktion. The Sky Lord of the Alkari greet you, Wanderer. I trust you have the wisdom to coexist with us. Das sind hier die Falken, Vögel, Viecher im Alkari halt. Die heißen die Alkari. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf eine andere Rasse treffen. Und wir können natürlich auch mit denen verhandeln. Im Diplomatie-Menü gibt es die Möglichkeit, um eine Audienz zu bitten. Wir sehen, ja, ist halt die Sache, ob wir denen, ob die Angst vor uns haben oder ob die uns cool finden. Und dann können wir jetzt Audienz drücken, ne? Dann kann man hier so Sachen machen, so zum Beispiel, dass wir unsere Charts sharen, also unsere Karten, unsere Sternenkarten. Das schlage ich denen jetzt einfach vor. Und anscheinend will er das nicht. Ja, weißt du dann. Hau doch ab, blöder Vogel. Ja, auf jeden Fall genau so geht das. Wir fliegen jetzt mal eben rüber, hier rüber. Weil da bin ich jetzt nicht durchgekommen. Und hier werden wir mit der Fregatte angreifen. Wenn wir ein taktisches Gefecht gegen die Raider machen. Wir haben ja eh keine Chance. Fum, da ist er. Unsere Fregatte. Und da sind die Raider. Oh, die haben ja keine, gar keine Schnitte. Wir lassen die mal eben hier so ein bisschen anfliegen um den Dingens rum. Und jetzt lassen wir den Angriffsmodus beginnen. Bum, bum. Hat sich das doch auch erledigt. Oh ja, gut, jetzt nicht ganz. Jetzt hat sich's erledigt. Victory! Gut. Machen wir als nächstes. Wir haben den besiegt. Dann können wir unseren Scout eventuell hier auch noch mal auf ein Auto-Explore schicken. Next turn. Next turn. Jetzt passiert nicht sonderlich viel. Okay, wir werden jetzt mal mit unserem hier zurückfliegen auf unseren Heimatplaneten. So, hier auf Osa können wir was bauen. Da haben wir jetzt halt Research gemacht. Was können wir denn noch bauen? Hier für den Hunger können wir noch was und für Research geht das wohl auch noch. Am Anfang sind die Züge sehr schnell, weil man hat auch nicht sehr viele, ich sag jetzt mal, Möglichkeiten. Oh, was ist denn hier? Auch Arid, alles klar. Ihm werden wir ja auch mal sagen, dass er mal Auto erkunden soll. Dann sollen die einfach mal durch die Gegend eiern. Ich meine, geht ja eben noch hier lang. Wobei, ich war ja noch nicht hier. Hier geht es ja dann auch nochmal lang. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier irgendwo ein Knotenpunkt ist. Ach nee, hier unten ist ja auch noch ein System. Ahahaha. So. So, Move. Hier können wir kolonisieren. Das ist total felsiges Terrain. Ich lasse das mal durchlaufen.
Ja, jetzt haben wir gesehen, wie wir einen neuen Planeten besiedeln. Und jetzt können wir natürlich auch entsprechend wieder hier wählen, wie wir weitermachen wollen. Welcome to GNN, Galactic News Network. The Bolrathi Empire has grown in strength, spanning even more planets and showing no signs of stopping. Genau, die Nachrichtensendung hat jetzt gesagt, dass wir schon 3 Planeten kolonisiert haben. Hier ist jetzt übrigens diese Space Factory, das ist so eine Art Bautrupp, die können wir jetzt hier hinfliegen lassen und können sagen, hier kannst du was bauen. Eine Asteroidenmine oder man kann hier sagen, um noch mehr zu forschen oder um Geld zu bekommen. Das ist einfach so eine Sache, wo man sagen kann, okay, muss man sich entscheiden. Geld ist eigentlich immer gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir hier das Geld und werden dann rüberfliegen. Werden dann hier auch nochmal weiter ausbauen, was wir eben so brauchen. Hier oben sind wir auch fertig mit der Produktion. Da könnten wir zum Beispiel auch mal eine Missile Base bauen, die uns dann wieder ein bisschen Verteidigung gibt. Und unsere Flotte ist ja auch noch relativ klein, sage ich jetzt mal. Sodass wir hier die Möglichkeit besitzen, auch die Flotte noch ein bisschen auszubauen. Jetzt können wir erstmal ein paar Züge machen, bevor es weitergeht. Ach ja, da ist eine Piratenflotte aufgetaucht. Die werden wir natürlich wieder abfangen. Wir sollten gegebenenfalls mal hier den Planeten befreien. Das werden wir vielleicht mal als nächstes machen. So, jetzt können wir wieder was anderes erforschen. Hier ist noch eine neue Missile dazugekommen. Ja, läuft. Und was können wir als nächstes erforschen? Den Fusion Drive, ja. Civil Transport, nee, nicht zwingend. Diplomatik. Diplomatie, das klingt doch mal gut. So, hier bewachen wir das ganze Ding mal. So, dann können wir hier auch angreifen wieder. Sind ja auch nur 2. Sollten wir uns eigentlich nicht im Weg stehen. Ich fliege mal ein bisschen rum hier. So, aber sollte funktionieren. So, jetzt greifen wir an. Oh, gar keinen Schaden gemacht. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Das war jetzt kaputt. Auch kaputt, alles klar. Ging doch schneller, als ich dachte. So, dann lassen wir ihn hier aber immer zurückfliegen. Oh, hier können wir auch schon wieder was Neues bauen. Das ging ja schnell. Dann können wir hier mal Research Laboratory bauen. Also zum Erkunden. So. Ja, komm, los geht's. Dann können wir dich nämlich aufrüsten. Wo ist denn eigentlich der Zerstörer, den ihr hier... Ach so, nee, das war ja nur die Blaupause, die wir aufrüsten konnten. Ich habe noch keinen Zerstörer gebaut. So rum war das. So, jetzt haben wir den aufgerüstet. Jetzt fliegen wir mit dem mal los. Das geht mir auf den Keks. So, jetzt fliegen wir hier mit dem mal rüber. Der ist nämlich fertig geworden. So, und jetzt geht das Makromanagement so ein bisschen los, dass man hier anfängt, so ein bisschen hin und her zu bauen. Wir werden die Flotte als nächstes ausbauen. So, jetzt konnten wir. Alles klar, wir konnten jetzt... Ah, jetzt ist er gegen den Space Dragon. Scheiße. Mein Scout auf den Space Dragon geflogen. Der ist tyrannisch. Ach so. Deswegen könnte man den... Wenn man den erobern kann, kann man sich hier einen richtig schönen Planeten kriegen. Ja, müssen wir aber erstmal ein bisschen warten, leider. So, und wir haben hier einige Planeten freigeschaufelt, sozusagen. Die sehen echt gut aus. Das ist ein tyrannischer Planet. Das haben wir nicht, das wird ein sumpfiger Planet sein. Wir haben jetzt sozusagen die Karten mit den Alkari uns geteilt. So, hier war das ja gar nicht. Da müssen wir jetzt hier hinfliegen und müssen darüber. Da war dieses Piratennest. Halt, wir werden jetzt erstmal hier bleiben. Weil die werden sowieso rüberkommen. Ja, da
kommen sie schon. Und dann werden wir sie bombardieren. Wir werden jetzt nochmal was bauen. Und zwar ein Zerstörer. Wobei, wartet mal. Wir werden erstmal gucken auf das Schiff-Design. Den Zerstörer. Haben wir den schon geändert? Vom Design her? Nee, ich will lieber den Alternativen mit einem Design haben. Die sehen einfach cooler aus. So, dann werden wir jetzt einen Zerstörer herstellen, damit wir mal ein bisschen auf die Kacke hauen können. So, und jetzt müssen wir hier alle unsere Planeten durchgehen und gucken, was wir hier bauen können. Die bräuchten zum Beispiel auch mal eine Starbase, wo, damit wir unsere Schiffe dort auch reparieren können. Ja, und du kannst jetzt hier zum Beispiel auch mal... Wir haben bei unten haben wir gebaut, dass wir da Geld kriegen. Und hier machen wir jetzt einfach mal, dass wir hier... Das ist auch fertig. Ah, cool. Und hier Biotechnologie, los. Sind die schon da? Ja. Greifen wir jetzt an. Na, machen wir mal lieber taktisch. Bei simuliert ist das immer so eine Sache. Können wir skippen. Hier ist nichts großartig im Weg. Wenn die schießen und zum Beispiel Raketen schießen, kann es eben passieren, dass die auch die Asteroiden treffen. Man kann ja natürlich auch festlegen, welche taktischen Modus es gibt. Allerdings muss ich ehrlich gesagt sagen, sind die Kämpfe bisher so leicht. Auch gegen Piraten. Dass, ihr seht schon, das war's, dass man da auch nicht zwingend groß taktieren muss, ob man jetzt da um einen Asteroiden rumfliegt oder nicht. Wir werden jetzt die Piratenbasis ausrotten. Mal richtig, richtig ausrotten. So, hier ist was fertiggestellt worden, okay. Können wir jetzt hier auch wieder um Dingens kümmern. So, und schon sind wir da. Ach, wir können nicht bombardieren. Das ist ja kacke. Können die denn bombardieren, die Zerstörer? Was haben die denn geladen? Wartet. Der Zerstörer... Aber hier ist eine Fregatte und ein Zerstörer gebaut. Der Zerstörer hat Bomben. Ah, kacke. Ja, dann fliegen wir mit dem Zerstörer da auch eben nochmal hin. Wir haben mal Zeit. Auf Ursa werden wir jetzt nochmal ein Kolonisierungsschiff bauen, damit wir uns noch ein bisschen ausbreiten können in unseren Systemen. Ich würde zum Beispiel auch gerne hier hin. Müsste aber vorher nochmal eine Flotte bauen, die das da macht. Und vorher könnte ich ja gegebenenfalls... hier noch bauen. Oder hier bauen. Da gibt es nämlich wenigstens etwas Essen. Müssen wir mal schauen. Ja. Bewach mal den Scheiß. Wenn jetzt nochmal... Jetzt ist da wieder einer aufgetaucht. Werden wir die wieder kaputt machen. Und dann werden wir die Piratenbasis ausrotten, wenn wir da mit unseren Zerstörer ankommen und Bomben auf das Ding werfen. Oh, das hat sich ja schnell erledigt. Greif an. Ja, das Ding brennt schon ein bisschen. Also auch das haben sie eingefügt, so in ihren... Da hat sich's zerlegt. Das zerlegt sich auch in Einzelteile, die dann durch die Gegend schwirren. Ist also auch eigentlich ganz schön gemacht. Finde ich zumindest. So, dann würde ich sagen... Haben wir uns erstmal so mit den Grundzügen weiter von dem Spiel beschäftigt, nämlich der Piraterie. Wir werden dann beim nächsten Mal hier Joshua im System Joshua Prime ein bisschen zerbomben. Und werden uns dann hoffentlich noch weiter ausdehnen, nämlich hier in diese Richtung, weil der Planet ist ziemlich cool. Wenn wir die Umliegenden dann noch besiedeln würden, das wäre natürlich auch ziemlich geil. Müssen wir mal schauen, wir müssen aber auch nach Ressourcen schauen und weiter forschen. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Quantschko sagt bye bye, ciao ciao, auf Wiedersehen.